Die Explorer. Hm? Explorer. Mhm. Laura the Explorer. Bitch look good for a 9-year-old. Let it get cold now. Der kleine Junge, der hat auch Katzenohren. Der ist doch aus dem gleichen... Der ist geisteskrank. Der kommt aus, ich glaube, die aus Gormod hatten alle Katzenohren, da wo Nia herkommt. Ah. Aber Nia hat doch Bunny Ears später, oder nicht? Nee. Waren das keine Bunny Ears? Nee. So then, how come you... Schau es jetzt nach. Ich muss Nia Blade eingeben. Nia, Fitness. Okay. Enlisted with a band of mercenaries. I guess I like the freedom. Sind keine Bunnies. This way I'm not tied down. So I can help out. With causes. Ja, aber die sind hochgerichtet, extrem hoch. Ja. Jetzt Stöckelschuhe auf dem Kopf. Can't ignore it, can I? I understand. Fat load of good that'll do in the long run. The world keeps turning anyway. You might think that. But mercenaries and statesmen each have their own. Ja, gar nicht so qualitativ, wie ich dachte. It's not in vain. A blade siding with humans. You don't see that every day. I think it's blades like you that are rare. Well, duh. You do know what I am, right? Lacking in compassion. Huh? Hast du gesehen? Ja. Aber sie ist schon ein Barker. Echt so? Für diese Männer nur Spielzeug. So, about Jin. I suppose you have to take him away from me. I could try to slay you right here. But? But my mission is to stop the Aegis's destruction. To subdue Malos, not to seek out lost trinkets. Who cares about Paragons anyway? Huh? How about you two join up? Lend us your strength. Ich mag die Musik. You're incredibly powerful. Gab's auch in Sieben Weltkriegs 2. Like that trick from before. Let's see. We'll say I found the Paragon on my journey and decided to entrust him to you. To help with Malos. Well, sound plausible? Was ist das für ein Lächeln gerade gewesen? Sollte halbwegs... Da war es schon wieder, ganz groß. Ja, aber es sollte halbwegs glaubwürdig klingen, verstehst du? Wegen Klingen. Bitte geh. He thinks he knows me. Of course, is the word. Yeah, he is. I meant you. Me? Die machen die alle fertig. Ich fühle mich richtig gut. In Xenoblade 2 hatte sie so richtig die Hosen an die ganze Zeit. Ja, ja. Hier wird sie von allen dem angemacht. So, hier, du bist richtig. Hast keinen Einfühlsam. Ja. So, richtig. Gut. You lose your memories. However, as you gain experience with people, gradually the nature of a blade, rather their feelings, they change and grow. You become more and more human. But you purposely keep yourself apart. Oh, so now it's my fault? Wobei sie in Xenoblade 2 dann anders wurde. In Xenoblade 2 hat sie dann, wurde sie dann auch so menschlich gefühlt. Wie meinst du das? Adam hat ja gerade erzählt, dass Jin Klingen, umso mehr Zeit die mit Menschen verbringen, umso menschlicher werden die natürlich auch. Ja. Aber Mithra nicht. Warum? Hat er ja gerade gesagt. Ach so. Sie ist immer diese kalte, immer herzlose,
Dings. Ja. Klinge. Und sie hat ja auch selber gesagt, so sich einem Menschen so anzuvertrauen und so weiter. Aber bei Rex war sie ja dann genauso später. Ja, sie ist halt Zundere. Die hat einfach nicht die wahre Liebe gefunden. Babaka. Und es fühlt sich voll falsch an, weil eigentlich steht sie auf Rex. In 100 Jahren. Butterfly Lang, vielen Fall. What's happening in the world? But what? Please say you'll be careful. Irgendwie jeder Cutscene sagt Jin, die soll auf sich aufpassen. Ne? Ist echt so. Also ist er doch nur so flach wie Rex vom Charakter. Na, das will ich nicht sagen. Ich glaube, er macht sich einfach nur, du weißt ja, wie sehr er an Laura hing. Der hat doch deren toten Leiche, hatten die doch in ihrem Schiff am Ende. Ja. In Xenoblade 2. Du weißt ja, wie extrem er an ihr hängt. Stimmt. Ja doch, Leute, denen ich care, da sage ich auch so, hey, pass auf dich auf, ja. Your Highness? Just Adam is fine. What is it? Er hat auch so richtig die gehobene Sprache irgendwie, ne? Weil er ist ja Adliger. Der ist ja wieder der vierte König von Pornau oder so. Ja, Jin oder der Boiler? Ah, der Linke, ne? Der Driver von Mithra. Der hat mit den Katzen an. Nee, der. Ich weiß. You see, Lady Laura seeks the whereabouts of her mother. Unfortunately, she has her mercenary duties to perform. Danke, Jenny. Therefore, I often go out and conduct these searches myself. Voll süß von dir. I see. Then you found her? Yes. With all that happened yesterday, I did not have the opportunity to say, my lady, your mother is currently residing in a small hamlet called Torigoth. Kein Torigoth. Torigoth. That's on the edge of Gormoth. Nein, Toragoth. Ardanian forces clash out there frequently. It's very dangerous. Indeed. Right. No time to waste. Let us head out there. Ich habe eigentlich was ganz anderes gesagt. But what about your mission? Hä, liest du die Untertitel überhaupt? You don't want ja. Du nicht? Nö, ich höre nur zu. Achso, nee, ich lese. Also ich finde es immer lustig, weil sich so viele Sachen nicht überschneiden. Ja? Ja, er hat gerade gesagt, no time to waste. Und er sagt, auf geht's. Ja, aber sinnbildlich ist das schon okay. Ja, klar schon, aber... Your mother? Of course, but... Then let's go. Malos hasn't hit that part of the world yet. It's as good a place as any to look. You're hoping we might find him there. Exactly. Sagst du, ich soll jetzt meine Pizza als Calzone essen? Schon. Das ist voll schwierig, die mit dem Lifehack zu essen, Mann. Wie machst du das? Ja, der Lifehack soll es ja einfacher machen. Ja, aber irgendwie wird es dadurch nicht einfacher. Das ist wohl nicht richtig. Wahrscheinlich. Aber jetzt hast du dir die Finger schon fertig gemacht. Deswegen wollte ich mir gerade Schäber holen. Ja, und hier sind wir nun bei einer weiteren ASMR-Session. Mit eurem Scully ASMR. Genau in dem Moment ist er der Cut zur nächsten Folge und dann fängt es wieder an. Mögt ihr es, wenn ich das Mikrofon deepthroate? Okay, sorry. Ja, wie geht's euch? Charlie hat geschrieben, passt auf euch auf. Bin ich voll süß von dir. Pass auch auf dich auf, Charlie. Du weißt, du bist ein ganz cooler Kerl. Ja. Hat Fabi sich nicht heute Morgen darüber beschwert, dass wir kein Klopapier mehr haben? Ich habe auch voll viel Zeber da. Wer nutzt denn bitte Zeber als Klopapier? Das ist ja super verschwenderisch. Das heißt gar nicht zu benutzen. Oder sein Lifehack zu benutzen. Ja, ich meine,
Es gab ja die Feuchttücher. Ja, aber er ist ja dann halt, ja. Ne? Ja, Feuchttücher. Ja. Guck mal, die Leute lieben es, wenn ich den... Meinst du, ich soll wirklich mal einen ASMR-Channel machen? Nein. Oder einfach ein Video. Ja, aber ist doch egal. Nein, ist ja dann nicht für dich. Doch. Wieso? Alles ist für mich. Alles, was ich mache, ist für dich. Ja. Baby. So. Leben. Aber guck mal, siehst du diese ganzen Gasms? Die Leute lieben es, wenn ich ihnen ins Gesicht flüster. Na gut. Tschüss. X Michime Content. Ja. Nobody's like making you come along, you know. Well, unfortunately, a driver and Blade are one in body and soul. As if you don't do whatever you feel like anyway. Alle sagen, dass sie einfach voll die Kante ist. I know this is all very sudden. Still, we don't know where we'll run into Malos next. It makes sense to stick together as much as we can. Is it late? Mm. Oh. Ja, es ist ihr Vater. Ja, die sieht's aus wie so ein Alki-Vater. Yo, what the fuck? Der erinnert an den GTA 5-Protagonisten, der auch so ein Hurensohn war. Mhm. Guck mal, schau dir seinen Blick an, richtiger Arsch. Aber er war nicht ihr Vater, er war der Stiefvater, glaube ich. Ist doch egal. Einfach so ein Typ, der keinen Schwanz verdient hat. It's Bluefist. Bluefist heißt Blaufaust. Ich habe sogar gelesen gehabt. Ja, ich bin's. Blaufaust. Blues Clues, blau und schlau. Blauen Faust. Wir haben eine Faust gelöst. Denn ich fiste richtig gut. Als ob man den mit Maske weniger erkennt. Aha, ich brauche hier wohl eine Weile. Bis später. Tschüss. Wie schmeckt deine Calzone? Mhm. Wie schmeckt sie? Mhm. Es ist schön, ein paar neue Reisegefährten zu haben. Gegen die Monster haben wir... Willst du vorlesen, dann kann ich weiter essen. Es ist auch leichter. Kannst du mir einen Zebra geben vielleicht? Ja, klar. Das will ich meinen. Es dürfte in Iris wohl kein Monster geben, das es mit dieser Aegis aufnehmen kann. Ja, du besitzt eine gewaltige Macht. Eine gewaltig große Fresse. Aber Laura meint etwas anderes, glaube ich. Ja, deine gewaltig große Fresse. Für dich sind Klingen nicht einfach nur Werkzeuge in der Hand ihrer Meister, oder? Ganz genau. Ob nun Adam, Mithra oder Haze, für mich macht das keinen Unterschied. Ich bin einfach froh, jetzt mehr Leute um mich zu haben, denen ich vertrauen kann. Ganz schön seltsame Sichtweise. Ich bin so eine Kant. Findest du? Wollen wir langsam zum Hafen von Yannick aufbrechen? Ich habe ja auch zuerst gelesen. Yannick, was tust du hier? Ach, Janschik. Da gibt es ganz viele Puns. Wir müssen nur diesem Weg folgen. Dann können wir ihn nicht verfehlen. Und von dort nehmen wir die Fährte nach Gormod. Ich hoffe, der Verkehr wurde noch nicht eingestellt. Wir sollten uns auf jeden Fall nicht zu viel Zeit lassen. Autobahn, Bruder. Dieser Weg hier. Autobahn. Da kommen wir direkt dahin. Die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Ich kann Mithra wieder spielen. Jawohl. Hey, ich wollte mit Mithra spielen. Nee, geh weg. Na gut, dann nun, da Haze deiner Klinge beigetreten ist, solltest du etwas über den Klingenwechsel erfahren. Bei einer Gruppe mit zwei Klingen kannst du unterwegs oder im Kampf einen Klingenwechsel durchführen und damit bestimmen, welche Klinge am Kampf teilnimmt. Alles klar. Also das gleiche wie vorher auch schon. Mhm.
Doch. Nee, ist jetzt ein bisschen anders. Ja, du drückst nach links. Irgendwie fühlt sich das flüssiger an, das Spiel. Ja, ne? No joke. Ich will irgendeinen Kampf machen. Ich schwör, das Eichhörnchen hat's verdient. Der Hurensohn. Oh. Oh, jawoll, das fühlt sich richtig gut an. Aber es gibt... Oh, doch. Tatsächlich, in dem Wechsel mal zwischen Jin. Hä? Wechsel mal zu Jin. Na gut. Wollte ich, aber geht irgendwie nicht. Schwalbenflug? Was ist das? Wie wechsle ich? So. Ah, so. Cool. Und dann macht er auch nochmal einen Spell beim Wechseln. Na gut. Naja, aber jetzt ist schon zu spät, ne? Was ist das? Irgend so eine Art seltsamer Nebel? Wahrscheinlich ein Äther-Miasma. Dafür braucht man einen Rock. Ich hatte Rock. Ich weiß. Wir sollten etwas dagegen unternehmen, bevor es noch größer wird und den Weg zum Hafen versperrt. Als ich das letzte Mal hier vorbeikam, war es noch nicht da. Es muss wohl erst vor kurzem entstanden sein. Ausgerechnet auf dem einzigen Weg, der zum Hafen führt. Na toll. Oh man. Was? Ja. Ja? Das sind Gase von Titan. Wenn die rülpsen oder furzen, entstehen die Dinger. Junge. Treibhauseffekt. Hier treiben sich auch etliche Monster herum. Ob sie wohl von Miasma angelockt wurden? Gut möglich. Wir sollten uns schleunigst was überlegen. Lass mich nur machen. Ich werde dieses Miasma atomisieren. Ich kann alles. Klar. Und das gesamte Ökosystem drumherum gleich mit. Du Idiot. Wo ist das Problem? Das Ökosystem hier besteht doch eh nur aus Monstern, die uns ans Leder wollen. Das ist eine Kant, Alter. Mithra, die Kraft, die dir innewohnt, ist zweifelsohne gewaltig. Wie deine Tits. Jeder hatte Rock, weil man die Story bedingt bekommt. Ja, schon. Ja, aber ich hatte Rock. Das ändert doch nichts an der Aussage. Aber es braucht nur die kleinste Fehleinschätzung unsererseits. Und wir sind nicht besser als Malos. Entschuldigt die Unterbrechung, aber wieso lassen wir es nicht Haze versuchen? Haze kann es scheinbar auch. Ach stimmt, ja, die ist eine Windblade. Ja, Rock Haze auch. Gab's ja damals nicht. Rock war gar kein Stein, das war der Flieger. Ja, das war der Vogel. Ja. Der war nicht The Rock, sondern Rock. Rockhock. Rockhock. Meinst du? Das wäre natürlich praktisch. Raindrop. Dropped. Rockhock. Flippende, bitte, bitte. Rockhock. Weißt du, das wäre natürlich praktisch. Gerne. Ich brauche nur etwas Ruhe, um mich zu konzentrieren. Würdet ihr euch derweil um die Monster kümmern? Nichts leichter als das. Los, Mithra, dann wollen wir mal. Warum einfach, wenn es doch kompliziert geht? Aber so ist der Wunsch meines Meisters, ist mir Befehl. Mehr wollte ich gar nicht hören. Also los. Also blas mir ein. Komm her, Mädel, jetzt blas mir ein. We cannot turn them away. Also gehört, you cannot turn them away. Ich weiß, man. Nur damit du es weißt, ne? Happy to oblige. Warum kämpft... Ach ja, Mithra trägt ja jetzt das Schwert, stimmt ja. Das wäre erledigt. Nun kann Haze mal zeigen, was sie drauf hat. Nicht so voreilig. Auch noch mehr diese Ameisen. Das waren wohl doch noch nicht alle Monster. Das Miasma hat wieder ein paar neue angelockt. Hey, es kann die sich erst dann um das Miasma kümmern, wenn wir alle Monster erledigt haben. Oh Mann, das nervt echt. Nervig oder nicht, wir dürfen jetzt bloß nicht nachlassen. Ich sag's dir, Mithra bollert da gleich richtig rein. Aber nicht auf die gute Weise, wenn du verstehst, was ich meine. Echt so. Krass, da habe ich jetzt auch nochmal ein Spell. Halbiert, KP, Zusatzaufladung. Ah, lol. Jetzt bin ich fast tot. Zieht rotes KP. Lol, wie cool. Insane, ja.
Ach so, die Erklärung zu den Bonustalenten. Ja, aber ich habe sie ja instant verstanden. Sind wir endlich fertig? Sieht ganz danach aus. Du kannst jetzt loslegen, Haze. Sehr wohl. Die Kontinente von Ares sind lebende Wesen. Die Titanen und einer der Ausscheidungen dieser Titanen sind sogenannte Äther. Siehst du? Ja. Sogenannte Äther-Miasmen. Äther-Miasmen ziehen Monster an. Es ist also gefährlich, sie zu beseitigen, aber zugleich auch lohnenswert, da dadurch stets ein neuer Sammelpunkt entsteht. Ah, okay, I see. Äther-Kontrolle, okay. Oh, hey, sieht ja richtig süß aus. Habe ich gesehen, Richard. Das wär's dann wohl mit dem Äther-Miasma. Sieht mal, da drüben. Ein lilaner Sammelpunkt. Komm, wir sehen uns mal genauer um. Vielleicht finden sich inmitten all dieses Äthers ja ein paar wertvolle Sachen. Es lag wohl an der schieren Menge an Äther, dass sich hier überhaupt ein Miasma gebildet hat. So sieht's aus. Falls wir auf unserem Weg auf weitere Miasmen stoßen, kann sich ja Haze wieder um sie kümmern. Selbstverständlich, ihr könnt auf mich zählen. Ach Haze, was würden wir nur ohne dich tun? Auf diese gemeingefährliche Mithra ist ja kein Verlass, stimmt's? Das habe ich damit nicht gemeint. Aber ich mag das. Du warst immer meine einzige Klinge und bist es daher nicht gewohnt, mit anderen Klingen zusammenzuarbeiten. Das ist meine Schuld. Aber in Gesellschaft von Haze und Jin wirst du noch viel über deine eigenen Kräfte lernen. Und das ist doch was Gutes, nicht wahr? Ziemlich große Erwartungen, die du da hast. Also schön. Ich gebe dieser Teamwork-Geschichte eine Chance. Ob ich was daraus lerne, wird sich zeigen. Irgendwie lustig. Raindrop. Miasma-Überreste. Cool. Was ist da drin? Oh, cool. Viele verschiedene Sachen. Ich habe mir das Dorf da hinten jetzt noch gar nicht angeguckt. Ne? Sollten wir noch machen. Wurde ja eigentlich quasi geskippt. Was ist das da? Große alte Maschine. Nur alte Maschine sieht damit nicht aus, als könnten wir damit im Moment irgendwas anfangen. Okay, aber nur im Moment. Warum verdammt? Was ich schauen wollte. Laura ist ein... Ach, die haben ja gar nicht Kampf- oder Dings-Typen. Angriff oder Abwehr oder was weiß ich was. Gibt es nicht. Also sie sind ja wahrscheinlich beides Angriff. Dings. Boys. Okay, was haben wir hier? Schleudern, Rückwurf. Erhöht beim Frontalangriff 50% mehr Schaden. Achso, okay. Gezählt KP um 50% des Maximums, um Meisterkombo zu verlängern. Das hier ziemlich gut. So, Techniken, was haben wir hier? Routine ist rar, 40% weniger gut. Genau, das war das, okay. Watch for this one later. Welches Level war Dings eigentlich? Random ist ja schon 10, okay, da haben wir wahrscheinlich ganz gut trainiert, scheinbar. Ja, nehmen wir uns die Agilität. Das passt. Dann haben wir auch direkt den nächsten Ring frei. Sind es weniger Talente? Nee, ne? Sind auf, ja genau, sind auf 15. Und man braucht halt weniger. Hier haben wir 543. Glück, Stärke. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Und die Stärke nehmen wir auf jeden Fall. Haben wir jetzt noch 293 oder sind die, gehen die gleich noch weg? Okay, die gehen gleich noch weg. Ich glaube, dann nee, können wir nichts mehr skillen. Ah, Leute, der ist Elektro. Erhöht kritische Trefferrate um 5%. Okay, was haben wir jetzt hier? Ah, wir haben noch eine harte Weste. Okay, wir haben zwei harte Westen. Perfekt. Ich glaube, es sollte passen. Okay, perfekt. Und jetzt haben wir hier auch noch Haze.
übel viel neues Stuff. Es geht einfach viel zu schnell. Spezialtechnik wandelt 10% Schaden in KP um. Treffer des kleinen KP-Werke. Okay, sie ist scheinbar eine Healblade. Maximal Schaden. Also eine Angriffs-Healblade. Resistenz gegen alle Schwächen um 20%. Macht über dein Äther, erlaubt es Kräfte von Kling zu unterdrücken. Und Beobachtungsgabe. Cool. Cool, cool, cool. Und sie ist wahrscheinlich dann ja eine Healblade, ne? Aber steht halt auch nichts dran. Blackout, Shorty kriegt ein Blackout. 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 Sarah, vielen Dank für deinen Re-Sub. Super, super, appreciate it. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Dankeschön. Super, super sweet. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich will gerade mal schauen. Die Attacken der Blades kannst du auch noch stärken. Ah ja, genau. Ich glaube, 60% Chance, den Block eines Gegners zu ignorieren. Wer mag es auch nicht? Ausweichrate der Gruppe. Kritische Treffer für meine Techniken. Nee, ich glaube, die hat. Macht es sich die Fähigkeit, blendendes Licht auszustrahlen, beeinflusst Ether-Miasmen. Ach, die kann es auch. Also, die kann sich auch um Ether-Miasmen kümmern oder was? Okay, und Mädchengespräch. Die ist auf jeden Fall, also ihr Harmonie-Ring ist ein bisschen anders als in Dings. Jetzt sieht bei umgeworfenen, okay, was Vision? Als Gruppe weicht eine bestimmte Anzahl. Das ist cool. Kein Effekt, okay, Schampf, da ist halt broken. Ja, die ist halt wirklich anders. Jetzt bei umgeworfenen, okay. Was ist das hier, das Stärkste? Was haben wir hier noch? Rollentauschtechnik. Das ist halt broken. Der ist halt wirklich gut. Das ist halt auch ganz cool. Hebt erlittene Schwächung auf. Was haben wir hier? Kein Effekt. Schmetternsteck, den ich habe. 60% die Chance, den Block eines Gegners zu ignorieren. Das ist cool. Genau, Aether. Technik war eine 10% Chance Kapierung, ist cool. Setzt eigene Technik auf 0 und geht nach 5 Sekunden aus. Ja, dann werden wir mal ein bisschen hier bei der noch uns gönnen, damit wir uns hier hin können. Ja, hallo. Hallo. Was hält Davis? 1-1. Ja, ich habe gerade herausgefunden, dass Mifa hier tatsächlich ein bisschen anders als in Dings ist. Ja, sie ist einfach viel zickiger. Das auch, aber rein von den Fähigkeiten und so. Und es gibt keine... Ja, sie hat die Fähigkeiten, einem auf den Sack zu gehen. Ja, aber guck mal, Adam ist kein Angreifertyp. So, da wird nicht gesagt, ob jemand ein Tank oder Angreifer oder Healer oder so ist, weil ja. Laura hat ja Jin und Haze. Und Jin ist ein Angriffsblade und Haze ist eine Healblade. Heal-Angriffsblade. Offensive Healerin. Ich mag der ihr Design richtig gerne. Finde ich sehr, sehr schön. Aber es gibt keine Klingenliste, weil es gibt auch, du kannst hier keine Core Crystals öffnen. Keine Waifu-Pack-Openings. Das ist traurig. Keine Lootboxen. Keine Lootboxen. Keine Lootboxen. Ist echt traurig. Ja, wir sind einfach schon fast seit 3 Stunden live, sehe ich gerade, ne?